Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Starfield. Ich freue mich immer noch. Okay, wir gehen mal hier hin, wo wir hingehen sollen. Das wird nicht lange so sein. Aber aktuell machen wir das mal. Geht's hier irgendwo rein? Liegt hier irgendwas rum? Ich frag für einen Freund. Ein Schlagschrauber. Wert 90. Achso, übrigens, Waffe wegpacken, habe ich rausgefunden mit, ja, gedrückt halten. Also erst nachladen, gedrückt halten, Waffe wegpacken. Also eigentlich so, wie man es halt auch von Bethesda Games kennt. Ich weiß nicht, warum ich das irgendwie in Frage gestellt habe. Keine Ahnung. War damals bei Skyrim schon so, war bei Fallout so, warum sollte sich das ändern? Bei Skyrim bin ich mir gerade nicht sicher, aber bei Fallout war es ja auch so gewesen. Nun. Was ist das? Okay, nichts. Ja, es ist... Alter Schwede, da hinlaufen und alles, ne? Ich bin immer noch... Es ist zu viel gerade. Es ist zu viel und es hat noch nicht mal angefangen. Ich bin schon überfordert. Positiv überfordert, aber trotzdem überfordert. Komische Kackpapier will ich nicht haben. So... Hui, hier geht's rein. Morgen. Na? Oh. Schaumstoffbecher. Ich muss nicht alles mitnehmen, oder? Oder doch? Eine Wasserwaage braucht man. Das ist ganz klar. Eine Zange habe ich auch noch nicht. Ich weiß auch nicht. Warte mal, ich muss mich mal kurz jucken und kratzen und es ist gerade so dieser Moment, ein Maßband brauchen. Wir haben ja auch eine Lampe. Ich hatte schon mal eine angemacht, ne? Fuck. Ah, F. Nicht fuck. F. Also doch, F. OP-Schale. Ich nehme mal nicht alles mit. Bis auf das. Deko fürs Schiff. Medikit brauchen wir natürlich auch. Ganz klar. Nein! Was habe ich gemacht? Ich weiß nicht, was ich getan habe. Ach, es hat jetzt in den Innenraum geladen. Okay. Finde ich gut. Ich nehme das mal mit, weil es hat einen Wert von 140 und das auch. Und das werden. Erlauben Sie mir, beim Tragen zu helfen. Aha, gut zu wissen. Ja. Schlechte Leute, schlechte Witze. 2. Warum ging das Huhn über die Straße? Hä? Was ist ein Huhn? Oh, wow. Okay. Klopp, klopp. Wer ist da? Planet. Planet wer? Planet ihr eine Party, eure Hoheit? Oh, planet ihr eure Party? Alter Schwede. Oh mein Gott. Sagt ein... Ekliptik-Söldner zu einer Frau, ich wurde angeheuert, um dich zu töten. Und ich erledige immer meine Jobs. Sagt die Frau, können wir nicht darüber reden, mein Sohn? Uff. Nun, wie spannt man einen Idioten auf die Folter? Oh. Ja, okay, der hat mich jetzt tatsächlich, der hat mich gekriegt. Ja, wenn man auf die Pointe wartet, ne? Oh Mann, ey, ich bin Idiot. Okay, alles klar, weißt du Bescheid. Wie kriegt man einem Freestyle Collective Hinterwäldler vom Baum? Man winkt. Alles klar? Collective, Freestyle Kollektiv. Okay, alles klar, ich muss ein bisschen deutscheln. Schlechte Leute, schlechte Witze, Band 2 von Louis Looper ist der Nachfolger des Originals und ebenfalls zum Kulthit avanciert. Ja, fühle ich. Wie spannt man einen Idioten auf die Folter? Du, was? Ich trage zu viel? Merkwürdig. Die Symbole sind von den United Colonies. Wir sind jedoch im Freestar Collective Raum. Mutmaßlich war das also eine geheime UC-Anlage. Okay. Das ist spannend.
Warte mal, ich hab doch ein Inventar. Wo ist denn mein Skills-Inventar? Wo sehe ich denn Masse? 136 von 135. Das ist doch nicht viel. Ich habe nichts dabei. Ich habe nichts dabei! Ja gut, ich gebe dir mal meinen Scheiß, ne? Ich bin zwar für Kampf programmiert, er ist aber keine Primärfunktion. Ich bin bereit für einen Handel. Dann machen wir, wie kann ich denn meinen Scheiß geben jetzt? Inventar, warte mal, er hat das, was auch immer, keine Ahnung. Waffen? Oh, ich habe ja mehrere Waffen, die habe ich noch gar nicht so richtig auf Schirm. Wertmasse. Okay, davon haben wir 4. Ich brauche ja nur eine. Tauschen. Ah, ist klar. Ich tausche mal das. Cutter habe ich 6 Stück, ne? So, bestätigen. Weil der wiegt ja auch ein bisschen was. Alles klar, jetzt weiß ich auch, warum ich so schwer bin. Okay, Anzüge. Pirat. Ja, gut, den kann ich auch, ich sag mal, das tauschen wir mal. Und davon habe ich auch 2, so wie es aussieht. Dann kriege ich auch mal einen weg. Und schon sind wir hier doch wieder ein wenig leichter. Rucksäcke. Das fragt das Navigator. Okay, er ist auf jeden Fall besser. Ich bin mir gar nicht sicher. Doch. Aber kann ich denn mit diesem Rucksack auch mehr tragen? Das ist ja die Frage, die ich mir stelle. Ne? Ausrüsten. Sauerstoff wird bei Anstrengungen wie zum Beispiel Sprints, Nahkampf und Sprüngen verbraucht. Wo habe ich denn hier Sauerstoff? Energie? Naja, Physics. Strahlung. Luftbasiert. Aber natürlich 50% erlittener Energieschaden, Ressourcen, sammelnde Ressourcen wiegen 25%. Ja, auf jeden Fall. Einfaches Boostpack. Okay, cool. Dann würde ich mal sagen, der kommt mal rüber. Oh Gott, das wird. Es ist, wie es ist, ne? Wiegt Munition was? Bitte nicht? Ah, zum Glück. Munition wiegt nichts. Warte mal, wir haben noch Kleidung. Ja, nun. Das ist. Ich lasse das mal. Munition, Hilfe. Wiegt das irgendwie? Ja, das wiegt ja auch alles. Ach du Scheiße. Okay, das wiegt auch alles. Ressourcen. Ressourcen wiegen wahrscheinlich auch, ne? Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ressourcen wiegen auch. Alles klar. Gut, dann muss ich mich ein bisschen zusammenreißen. Und der Scheiß wiegt natürlich auch. Das ist jetzt alles unter Sonstiges. Okay, 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 okay. Kriegen wir hin? Wir kriegen das irgendwie hin. Ich weiß noch nicht wie, aber irgendwie kriegen wir das hin. Ich muss nochmal ins... Keine Ahnung, wo gehe ich denn hin? Wo kann ich denn... Skills? Nun, B-Stufenaufstieg. Erhältst du einen Skillpunkt? Jeder Skill schaltet eine Herausforderung, Herausforderung frei. Schließe diese ab, um einen Skillpunkt zu erhalten, mit dem du den Skillrang erhöhen kannst. In der oberen Reihe siehst du die Einsteiger-Skills. Die Reihen darunter sind so lange gesperrt, bis du die minimale Anzahl Skillpunkte in dieser Kategorie ausgegeben hast. Okay, es ist aber eigentlich gar nicht das, worin ich hin wollte. Ich bin schon wieder zu weit. Ich will... Es gibt hier keinen. Wenn ich jetzt ins Inventar gehe und ich sage hier Klamotten, dann. Ich habe das zum Beispiel an. Okay. Okay. Ja, es ist jetzt nichts irgendwie von Vorteil oder Nachteil. Was ist ein SR? Ah ja, okay, Physics. Ne, steht da, ja, 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 also das ist der Schadenrang, ich habe doch keine Ahnung. Ne, okay, verstehe, ja, 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 ja. Gut, 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 hier kann ich mich dann umziehen, alles klar. Mache ich jetzt nicht, ich lasse mal den Anzug an, weil, keine Ahnung, ob ich atmen kann oder nicht. Ich guck mich mal um, sorry, es dauert halt nochmal länger manchmal. Deine Uhr piepst schneller, wenn der Schutz deines Anzugs nachlässt. Muss weitergehen. Meine Uhr piept schneller. Okay.
Tasse, Ordner. Seifen-Etui. Stift-Etui? Wie kommt denn auf Seifen? Aber hier piept doch momentan gar nichts. Okay, okay, okay. Oh mein Gott, ich kann. Freund oder Feind? Apropos. Ich wollte die anderen Waffen doch auch mal ausprobieren, ne? Also den haben wir. Maelstrom. Ich würde die ganz gerne. Favorit. Ich packe die mal auf die 2. Und die Rettungsaxt packe ich mal. Ich weiß nicht, was ich tue. Ich tue komische Dinge. Ich packe die mal auf die 4. Weiß nicht warum. Frag nicht. Frag einfach nicht. Manche Dinge müssen auch einfach keinen Sinn machen. Hast du was für mich? Gewebenährstoff. Ich nehme das mit, weil das ist wertvoll. Nasko, stell mir nicht im Weg. Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Ich meine. Ich leg mir doch nicht so viel Zeug in den Weg, ganz ehrlich. Warum macht ihr sowas denn? Ihr könnt mir doch nicht so viel Zeug in den Weg legen. Ich nehme jetzt nur noch wertvollen Kram mit. Das sieht gut aus. Ja. Tassen. Ich kann nicht genug von Tassen bekommen. Wird das ein Ding? If you're not part of the solution, you're part of the precipitate. Ja, das sehe ich nicht. Pizza Patata. Das Licht ist sehr hell. Ich komme nicht voran, ne? Das ist euch bestimmt auch schon aufgefallen. Ich komme einfach nicht voran, weil hier mir einfach so viel Zeug, so viel Stuff in den Weg gelegt wird und ich muss mir das alles angucken. Ist ja klar. Oh. Morgen! Was ist denn ein das ist wahrscheinlich ein Dietrich einfach, ne? Notizbuch. Er hat's, glaube ich. Er war mal Arzt, würde ich sagen. Aber gut. Oder Wissenschaftler. Ich nehme das mal mit. Ich weiß nicht, wozu es gut ist, aber... Feuerlöscher brauchen wir eigentlich auch. Ne? Also, weil wenn es brennt, müssen wir ja auch ein Feuer löschen. Ist ja logisch. Ein Spind. Ja, ich meine, das kann man doch mitnehmen. Das wiegt doch nichts. Das kriegen wir noch unter. Ja, natürlich. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie sinnvoll ist, was ich da mitnehme oder nicht. Aber ist mir auch egal. Ich nehme es einfach mit, wir werden es verkaufen. Weil wir alles verkaufen. Um Geld zu machen. Wir werden einen Piratenhändler. So nämlich. Und dadurch, dass hier so viel Zeug rumliegt, ist es auch wunderbar, so in diese Diebesgilden-Geschichte reinzugehen. Weil hier liegt doch eh alles rum. Interessiert doch keinen. Warum habe ich das jetzt genommen? Ich höre Stimmen. Oh, moin! AMP. Ja. Amp. Lässt du mich raus? Lässt du mich? Danke. Was haben wir denn hier? Essen. Essen ist immer gut und eine Kaffeetasse logischerweise. Die brauche ich. Wichtig. Wichtig. Tablett. Die haben wir schon, die Kaffeetasse. Becher haben wir auch schon. Moment. Was war das? Durchladen. Oh, die sehen mich. Die sehen mich durch Glasscheiben. Wie unrealistisch. Moin. Vasco, gehst du vor?
machen wir hier nicht einen auf Pussy, ne? Verschichtung beschädigt. Ja, meine auch. Doch streng genommen lebe ich gar nicht. Ist der weggekrabbelt? Der ist weggekrabbelt hier, ne? Birben. Und was auch immer das ist. Ich nehme es einfach mal mit. Ja. Lassen die Waffen fallen eventuell? Auch zusätzlich? Vielleicht habe ich gerade welche aufgenommen. Ich weiß noch nicht, wie die heißen. Ja. Okay, ein Helm und eine Rettungsaxt. Alles klar. Was ich persönlich schade finde, ist, dass wenn man einen Helm nimmt, dass der Helm dann noch da ist. Weißt du? Also, dass der zum Inventar gehört und nicht als Ausrüstungsgegenstand wie halt in Dingens. In Fallout. Da konntest du die Leute ja eigentlich auch nackig hinterlassen, ne? Wichtig. Blumen sind wichtig. Aber die haben wir schon. Eine reicht ja auch. Ich kann es nicht ändern. 75 Credits? Und dann kommt hier nichts raus? Ey! Hier ist nichts rausgekommen. Kackding! Steck ich kein Geld mehr rein. Glaube ich, Spinne. Notizbuch. Ja, das sieht wertvoll aus. Das nehme ich mit. Das kommt mit in die Sammlung. Okay, noch mal zwischendurch rein. Licht. Ja. Waschbecken. Wie immer keine Spiegel, aber gut. Hätte mich auch gewundert, wenn es hier welche geben würde. Ist ja nicht notwendig. Milch nehme ich immer mit. Braucht man auch schön die Milch zum Kacken mitgenommen. Die Pickwickler. Pickwick hier? Ich weiß auch nicht. Die posthumen Papiere des Pickwick Clubs, Kapitel 1. Die Pickwick hier. Der erste Lichtstrahl, der die Düsternis erhält und das Dunkel, das die frühen Tage der öffentlichen Laufbahn des legendären Pickwick zu umhüllen scheint. In gleißenden Glanz verwandelt, ging von der sorgfältigen Durchsicht der folgenden Einträge in den Sitzungsberichten. Wow, lesen ist schwer heute. Des Pickwick Clubs aus. Die der Verleger besagter Papiere der Leserschaft mit großem Vergnügen präsentiert. Als Beweis für die akribische Aufmerksamkeit, die rigorose Gewissenhaftigkeit und das scharfe Urteilsvermögen, mit denen er die Fülle verschiedenster Dokumente studiert hat. Das Erstlingswerk von Charles Dickens handelt von einem Mann, der eine Gesellschaft gründet, die das menschliche Leben durch das Reisen zu erforschen sucht. Der große Erfolg des Romans machte Dickens schlagartig berühmt und zu einer festen literarischen Größe. Interessant, dass das 2000 Jahre später immer noch 2,5, 1,3, ich bin mir nicht sicher, dass der Mann immer noch eine Rolle spielt. Spannend. Darf ich raus? So, kannst du das mal wegpacken? Braucht niemand. Ja, scheiß Show. Okay. Jemand da? Together we are the United Colonies. Your contribution to our organization make us what we are today and what we will become. Whenever you donate to your cause, volunteer your time or vote for our in government. You make our colonies better and you source wider fodder for our future generations. Ja, Marketing bla bla, ne? You okay, works wonders. Schauen wir mal. Das. Der Terrormorph ist frei. Ich wiederhole, der Terrormorph ist frei. Nicht angreifen. Wenn ihr es bis zum. Oh Mann, das war der Wahnsinn. Typisch United Colonies. Steck was in den Käfig, bis es dich hielt.
nehme ich mal mit. Es ist. Oh, was war das? Schreibtischassistent Egmund. Nehme ich mit. Nehme ich natürlich mit. Ist ja ganz klar. Ja, Sandskulptur nehme ich. Wow, Frankenstein. Erstens Brief an Mrs. Seville, England. St. Petersburg, 11. Dezember 1700 irgendwas. Es wird dich freuen, dass meine Unternehmung, die dich so Böses ahnen ließ, von keinem Unheil heimgesucht wurde. Gestern bin ich hierher gekommen. Als erstes werde ich meine Schwester versichern, dass es mir gut geht und ich meinem Vorhaben mit immer größerer Zuversicht gegenüberstehe. Mary Wollstonecraft, Shelleys bahnbrechender Horrorroman von 1818, fährt damit fort, die Geschichte von Viktor Frankenstein und seiner Schöpfung zu erzählen. Jawohl. Krieg der Welten. Oh Gott. Krieg der Welten. Buch 1. Die Ankunft der Masiana. Erstens. Am Vorabend des Krieges. In den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts hätte wohl niemand geglaubt, dass diese Welt aufmerksam und mit großem Interesse von einer Intelligenz beobachtet wurde, die der des Menschen weit überlegen und doch so sterblich wie die seine war. Dass der Mensch, während er seine alltäglichen Geschäften nachging, genau gemustert und studiert wurde. Vielleicht sogar so genau, wie ein Mensch die kurzlebigen Kreaturen unter einem Mikroskop studieren würde, die sich in einem Tropfen Wasser tummeln und vermehren. Mit unermesslicher Überheblichkeit gingen die Menschen auf diesen Erdball hin und her, um ihre unbedeutenden Angelegenheiten zu regeln. Gelassen, ob der Gewissheit ihrer Herrschaft über die Materie und vielleicht tun die Infusoren unter dem Mikroskop genau dasselbe. Kaum jemand verschwendet auch nur einen Gedanken daran, die älteren Welten des Weltraums als Quelle möglicher Gefahr für die Existenz der Menschheit in Erwägung zu ziehen. Und sollte es doch jemand tun, dann nur um die Idee vom Leben auf der anderen Welt, auf den anderen Welten, als unmöglich oder unwahrscheinlich abzutun. Es ist schon interessant, sich einige der geistigen Gewohnheiten dieser vergangenen Tage in Erinnerung zu rufen. Die Menschen auf der Erde konnten sich bestensfalls vorstellen, dass es andere Menschen auf dem Mars geben könnte, die ihnen natürlich unterlegen wären und sie mit offenen Armen als Heilsbringer begrüßen würden. Doch jenseits der großen Kluft des Weltraums betrachtete ein Verstand, der sich zum unseren wie der unsere zu jenem, der niederen Tiere verhält, der unermesslich kalt und berechnet ist. Diese unsere Erde mit neidischem Blick und er schmiedete langsam, aber sicher seine Pläne gegen uns. Und gleich zu Beginn des 20. Jahrhunderts folgte die große Ernüchterin. Der Planet Mars, das muss sich der Leserschaft wohl kaum sagen, ins Gedächtnis rufen, dreht sich in einer Entfernung von 225.308.160 Kilometern um die Sonne. Er empfängt von ihr nur knapp halb so viel Licht und Wärme wie unsere eigene Welt. Das Leben muss dort schon längst seinen Lauf genommen haben. Als die flüssige Haut der Erde noch nicht einmal erstarrt war. Der Fakt, dass seine Größe kaum ein Siebtel unserer Erde beträgt, muss die Abkühlung seiner Temperaturen auf ein Niveau beschleunigt haben, auf dem sich Leben entwickeln konnte. Der Mars besitzt Luft und Wasser und alles, was sonst zur Entstehung und Erhaltung von Leben notwendig ist. Obwohl der Titel dieses Werks offensichtlich erscheinen mag, gilt H.G. Wells im Jahre 1897 ursprünglich in Zeitschriften veröffentlichtes Werk Krieg der Welten tatsächlich als eine Kritik viktorianischer Vorurteile, Ängste und Werte. Ja, H.G. Wells, ein wahnsinnig guter Autor, Schreiber, Bücherwurm. Mag ich immer noch sehr gerne tatsächlich. Ich darf nicht vergessen, dass hier irgendwo Leute rumkraxeln, ne? Kann ich das essen? Kann ich das mitnehmen? Ist das was wert? Nee. Ein Tresor, ein Safe, ein Entsperren, Einsteiger. Fülle alle freien Schlitze, um das Schloss zu öffnen. Wähle einen Schlüssel, dann drehe ihn, bis er in die Lücken passt. Und lass ihn einrasten. Du kannst jeden Schlüssel nur einmal nutzen.
Okay. Das sind die Schlüssel. Wenn ich jetzt sage. Wenn ich jetzt. Achso, starten. Ja. Starten drei Schlüssel verwenden, verlassen, automatisch was soll ich tun? Achso, aber. Okay. Macht das Sinn, das zu benutzen? Ich glaube ja schon. Starten. Das geht nicht? Kann ich das drehen irgendwie? Schlüssel verwenden. Hä, wie geht das? Hä? Schlüssel verwenden. Den könnte ich doch. Ich muss das doch jetzt irgendwie drehen. Ah! Alles klar. Mit WSAD. Gut, ich habe nichts gesagt. Das geht nicht, aber das könnte auch nicht gehen. Das theoretisch auch. Ich bin hart verwirrt gerade. Ja, ich. Keine Ahnung. Rückgängig? Ach, ich kann. Ah ja, okay, rückgängig. So. Alles klar. Und dann. Warte, so, ne? Aha, oh. Kann ich hier was mit anfangen? Ja, und. Das geht ja nur so. Okay, Credits. Wie viel? Achso, hier, 300 Credits und Kaliber 27 Munition. Ich möchte alles nehmen. Okay, erster Safe, cool. Nehme ich mal mit. Das nehme ich auch mit. Scheint ein Spiel zu sein, das nehme ich auch mit. Ist das? Nehme ich alles mit. Es war eine Kühlbox anscheinend. Ich nehme das auch mal mit. Ja, den braucht man definitiv. Scheint wertvoll zu sein. Ein Kissen. Ich würde gerne. Warum kann ich das Kissen. Hallo? Warum kann ich das Kissen nicht mitnehmen? Vielleicht kann ich auch Dart spielen? Ach, guck mal hier. Coole Dartscheibe. Gefällt mir gut. Medipack. Hab ich gesehen. So. Irgendwo dümpelt hier einer rum, ne? Morgen! Ja, gut. Nehme ich natürlich mit. Tasse, klar. Kommt im Tassenschrank. Auch mit. Oh Gott. Hier liegt so viel Stuff rum. Ich weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich dann wertvoll ist oder nicht. Das auf jeden Fall schon. Und den Teller brauche ich unbedingt. Und ein Glas habe ich auch noch nicht. Denn man muss ja alles irgendwie einmal haben. Digitaler Schreibtischbilderrahmen. Was soll ich dazu sagen? Die Lampe haben wir auch noch nicht. Ich bin doch gleich schon wieder überlastet. Schlüssel. Jetzt nochmal hier. Lucy Bad Lemal. Ein Standard-Feldration der United Colonies. Battle Meal. Oh, Alter, Schwede. Bad Lemal. Ja, genau. Ja, Devo. Ist klar. UC Battle Meal. Nehme ich. Mann. Ja, ich sag dazu nichts. Ich hülle mich in Schweigen. Verbände nehme ich natürlich mit. Maßband braucht man immer. Keine Ahnung. Eon nehme ich auch. Und nehme ich alles mit. Was ist das für eine Waffe? Was haben wir das hier? Achso, das haben wir ja. Genau. Blablabla. Neue Items, Waffen. Eon, das Ding hier. Warum ist hier so ein Ausrufezeichen dran? Man weiß es nicht. Also ich zumindest noch nicht. Ich mach den mal auf die 3. Aha. Ja, interessant. Die ist, wenn ich jetzt die nehme, ist die dann besser? Nicht wirklich, ne? Nicht wirklich. Okay. Ich kann nicht nachladen. Ach nee, das ist ja meine Gesundheit da unten. Okay, cool.
Also nicht, aber gut. Komme ich hier rein? Nein. Ich mach mal kein Licht an, die sehen das, glaube ich, ne? Ich gehe hier hin. Splittergranate. Also angenommen. Sind Granaten hier auch mit dabei? Nein. Kann ich die favorisieren? Okay, Splittergranate und Splittermine. Ich pack die mal. Ich pack die Granate mal. Ich pack die mal auf 0. Und die Mine packe ich mal auf, genau, auf SZ. Habe ich das jetzt? Das wollte ich gar nicht. Die wollte ich eigentlich auf, na doch, 0 SZ und dann habe ich noch den Punkt für, keine Ahnung, irgendwas. Das kann ich mir merken. Dann probieren wir die doch gleich mal aus. Ah ja, die habe ich jetzt da unten mit drin. Ich sag mal so, ich meine. Hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Spind. Oh nein. Der Spind hat 2 Türen. Ich werde irre. Oh Gott. Aha, Anzug. Nehme ich natürlich mit. Boah. Scheint unwichtig zu sein. Ist das Kühlschrank oben? Da ist ja nicht so viel drin. Kühlschrank unten. Das hält sich ja alles in Grenzen hier, ne? Warum steht da ein Topf drin? Tja. Ich weiß es doch auch nicht. Was haben wir denn? Rettungsakt, total toll. Ja, nehme ich mal alles mit. Nehme ich mal alles mit. Wo bist du denn? Zeige sie sich, ich möchte sie erledigen. Ach, da. Immer an die Beine schießen. Hä, wo? Ich kann leider nicht lehnen. Verringert die Lebenserwartung deutlich. Okay. Hä? Wo ist er hin? Vasco, gehst du mal? Gewalt hat unser Blickfeld verlassen. Okay, cool. Nehmen die mal mit. Hier muss doch einer sein, ne? Oder eine. Unser Tod scheint für sie höhere Priorität zu haben als ihr Überleben. Hä, hier ist doch noch jemand. Hör das doch ganz genau. Na, hier. Da! Ja, ein Skillpunkt! Mach ich gleich. Oh mein Gott. Naja, hier dümpelt noch irgendwo einer rum, ist mir aber gerade wurscht. Erstmal looten. Nehme ich mit. Pharmazeutisches Labor. Kannst du den eines Kampfes nicht verwenden? Okay, das macht total Sinn. Oh. Premium. Masa. Nehme ich mit. Das ist bestimmt auch wichtig. Ganz wichtig sogar. Ja, na klar. Also wenn das hier steht, muss es wichtig sein. Ist doch klar. So, was haben wir hier?
Klasse Genprobe, habe ich aber auch. Musst du jetzt genau darstellen, wo ich hin will? Das ist nichts. Sah aus wie Oreos. Oreos. So, dann haben wir ihn hier noch. Den habe ich schon gelootet. Natürlich. Da war ich wieder schneller, als ich dachte. So, hier noch ein bisschen Stuff. Ich glaube, ich kann nicht alles mitnehmen. Es geht nicht. Ich glaube, das Spiel ist nicht dazu gemacht, um wirklich alles mitzunehmen. Sagte er und nahm alles mit. Oh, ja, ja, ja. Nehme ich auch mit. Natürlich nehme ich das mit. Das ist... Schraubenzieher. Computer. Was ist denn da schon wieder für ein Krach da oben? Mann. Kann ich den Computer... Du musst da jetzt im Weg stehen, ne? Danke. Starware Operating Systems. Projekt Petshop. Hayden Wynn, leitender Xenobiologe. Creed-Forschungsanlage. Projektbuch 11. Februar 2307. Als die Belegschaft und ich heute Morgen eintrafen, war die Anlage komplett betriebsbereit. Kein Wunder, schließlich haben die UC keine Kosten gespart. Gespart? Okay. Ist das alles aufregend? Die volle Unterstützung hinter sich zu wissen, ist wahrhaft beflügelnd. Zugegeben, ich war etwas überrascht, dass das Labor im Bereich des Freestar Collective liegt. Ein streng bewachtes Geheimnis. Doch wenn die Arbeit es verlangt, dann ist das halt so. Die Xeno-Kriegsführung ist der nächste Schritt in die Evolution der bewaffneten Bodenkonflikte. Das ist uns genauso bewusst wie dem Freestar Collective. Im Grunde ist es wieder so wie im Jahr 1942. Wir sind wie ein zweites Manhattan-Projekt und wollen der anderen Seite zuvorkommen. In diesem Sinne darf ich voller Vorfreude verkünden, Phase 1 von Projekt Petshop hat begonnen. Arthropoden. Selber Mensch, 3. März, selbes Jahr. Die Arthropoden sind einfach unglaublich. Ruhig, umgänglich und sogar dazu bereit, die NSIS anzunehmen. Wow. Bislang geschieht die Synchronisation nahezu augenblicklich und wir können sie zu 95-97% kontrollieren. Die Überlebenstests haben sie ebenfalls alle bestanden, ob heiß oder kalt, bei geringem oder gar keinem Sauerstoff. Diese Dinger können in jeder Umgebung eingesetzt werden. Und dazu sind sie im Verbund mit den Red Devils einsetzbar, die für eine verlängerte Ausbildung hier sind. Schließlich werden sie diese Kreaturen in den Kampf führen. Sie sollten also mit ihnen vertraut sein. Geschafft, selber Mensch, 7. August 2307. Nach jahrelangen Tests mit zahlreichen fremden Spezies bin ich überglücklich zu berichten, dass wir endlich eine Spezies entdeckt haben, die als Fundament der Xenokriegsführung der United Colonies dienen wird. Die Arthropoden übertreffen all unsere Erwartungen. Es handelt sich um ein aggressives Rudel für jeden Umgang, das auf jeden Befehl hört. Ich habe sie unterwürfige Läufer genannt, doch wir nennen sie einfach Stalker. Jetzt ist es endlich an der Zeit, die Flasche Chateau Avignon 2170 zu öffnen. Ja, mach mal. Ne? Nicht, dass sie schon schlecht ist. Die Red Devils. Wieder von Hayden Wynn. 12. August 2307. Der Fortschritt, den die Red Devils mit dem Stalkern erzielen, ist einfach unglaublich. Jetzt verstehe ich, warum sie beim UC-Militär so angesehen sind. Kein unnötiger Bullshit wie bei einfachen Soldaten. Das sind echte Profis. Nach einer weiteren Ausbildungswoche hier im Petshop sollten sie bereit für den ersten Einsatztest sein. Mickelson meint, ich soll Colonel Kasarov fragen, woher seine Marines diese Spinne für die ersten Probeläufe hatten. Er wird seine gerechte Strafe bekommen. Allerdings wäre es dann auch ein wirklich guter Test. Okay, die haben hier wohl Arthropoden, kontrolliert, um die zu, sag schon, mir fehlt das gerade das Wort, das, was da gerade stand. Ne? Nicht züchten, sondern
Doch, ich glaube, sie haben sie gezüchtet und dann haben sie sie eingesetzt gegen irgendwas. Oder zumindest war ja der Gedanke gewesen, sie im Krieg einzusetzen. Interessant, ja. Ja, nee, sehe ich anders. Direkt davor. Ich trage zu viel, sehe ich nicht. Ich kann nicht so viel tragen. Ist doch Quatsch. Doch. Oh, Waffenkoffer. Nehme ich mit. Flasche mit Genprobe. Ja, das Code nehme ich auf jeden Fall mit. Läufst du mit zu viel? Ich kann es nicht lesen. Und was ich nicht lesen kann, das existiert nicht. Das gibt es nicht. Ein Herz, Synthetik, Mutti, Can you... Ja, ganz ehrlich. Wenn es hier rumliegt, dann gehört es jetzt mir. Flasche mit Genprobe lasse ich mal da. Ja, hier. Sind das die Arthropoden? Das sind die Arthropoden. Die haben wir ja schon gesehen. Also denke ich zumindest, oder? Davon haben wir einen schon bekämpft. Verlierst du... Ich verliere rasch an Sauerstoff. Ah. Ich verstehe. Vasco? Was? Barrett und die Crimson Fleet haben eine Vorgeschichte. Sie gehen stets davon aus, er sei ein Schatzjäger im Besitz von Wertgegenständen. Sie liegen falsch. Meistens. Okay. Ja, habe ich wieder heimlich getrunken. Wie kann ich Ihnen helfen? Du kannst mal meinen Scheiß nehmen. Und zwar, Anzug Piraten, warte mal, nee, ich muss in mein Inventar rein, warte, das ist Q, alles klar, Waffen, alles was doppelt ist, packe ich weg, tauschen, ja, weiß ich noch nicht. So. Oh, ich habe 146. Masse. Kilo oder was auch immer. Anzüge. Ja, packe ich auch weg. Braucht niemand. Rucksäcke. Der scheint nicht unbedingt besser zu sein. Wobei. Naja, ich meine... Ich habe zwar hier mehr physischen... Ist es physischer Schaden, den ich dann mehr habe? Ja, ne? Ja, komm, den weg. Der wiegt mir zu viel. Weg damit! Helme. Ja. Du. Nee. Ich habe hier weniger Luft. Bei dem. Außerdem hat der... der war schon kaputt. Kleidung. Okay, ich pack den mal weg. Ich finde es eigentlich ganz hübsch. Aber bringt ja nichts. Ich pack's mal weg. Jacke Arbeiter packe ich auch weg. Das jeden Fall weg. Das finde ich auch ganz cool. Hat aber weniger EM, Elektromagnet. Ich weiß doch auch nicht. Deswegen weg. Ja, same. Plus 5 Gesundheit und O2, plus 5 O2 Regeneration. Ja, du, ganz ehrlich, das kann weg. So, was haben wir denn hier noch? Munition nicht, Hilfe. Ja, die brauche ich eigentlich. Wiegt das hier was? Das wiegt auch was? Ja, teilweise wiegt das was, ne? Ja, aber nicht so viel. Also es hält sich in Grenzen. Es sind 2 Kilo. Ich nenne es mal Kilos. Das macht ja nichts. Ich glaube, dass ich denen das Sonstige alles mal wegpacke. Ne? So. Oh. Da waren Dietriche dabei, ne? Ah, okay. Ja. Die hole ich mir gleich wieder. So. Was packe ich an? Was weg? Diesen ganzen Stuff. Ich gucke immer mal zwischendurch, ob das irgendwas... Oh. Hä? Kann ich... Ist er voll? Ach so. Hä? Das geht nicht? Ich glaube, Vasco ist voll, ne?
Kann das sein? Ich glaube, Vasco ist voll. Ich pack die noch weg. Oh nein. Vasco ist voll. Aber das steht nicht da. Vasco kann ich mehr tragen. Da steht es doch, ja. Ich kann ja noch 800 Mal draufdrücken. Vielleicht passiert ja irgendwas. Lass mal zu Vasco gehen. Das ist jetzt Vasco. Okay, steht ja auch hier. Und zwar dann nochmal auf Sonstiges. Und dann brauche ich meine Dietriche wieder. Diese. Das sind doch Dietriche, ne? Ja, die nehme ich. Die nehme ich gerne wieder. Habe ich das jetzt genommen? Also ich denke mal, ich habe nicht mit der Maus drauf geklickt. Ich habe es öfter angeklickt. Ja, so ist das. Gut. Ich guck mal eben. Wie gesagt, das ist alles. Neue IP ist immer ein bisschen. Dauert immer ein bisschen länger. Die habe ich wieder. Okay, alles klar. Gut. Also, ich brauche unbedingt mal jemanden, der meinen Scheiß kauft. Ne? Kann so nicht weitergehen. Ich muss doch alles weglooten. Oh Mann. Ich komm nicht voran. Wir sind schon wieder über der Zeit, ne? Es tut mir leid, aber wir sind über der Zeit. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und dann sehen wir uns direkt in der nächsten Folge. Bis gleich. Ciao. Wir lassen uns nicht aufhalten. Denn was auch immer am Ende auf uns wartet, wird die Menschheit verändern. Für immer. Hier gehören wir hin.